Ja, herzlich willkommen zum heutigen Thema. Was waren die Gründe, weshalb das Konzept nach Umsetzung gescheitert ist? Das ist natürlich auch eine Frage, die einer stellt. Aus meiner Sicht gibt es regelmäßig keinen aktuellen Fall, den einer weiß, und ich kenne auch kein Konzept, was gescheitert ist, also das mir jetzt persönlich bekannt ist. Und so sagen wir das auch wir selbst, wir haben keine Fälle, in denen das Konzept gescheitert ist. Wir wissen, dass es in Nordrhein-Westfalen Unterstützungskassenfälle gibt, wo die Kapitalanlage Verluste erlitten hat. Das war aber kurz nach Einrichtung, von daher nicht so problematisch. Und wir haben 3 mir bekannte Fälle, in denen ein Unternehmen liquidiert wurde und auf eine Liquidationsdirektversicherung übertragen wurde. Was man natürlich am Markt teilweise hört und was mir natürlich auch Fälle bekannt sind, ist das, dass irgendeine Verwaltung versagt hat, steuerlich was falsch konzipiert wird, arbeitsrechtlich irgendwas nicht funktioniert hat, weil viele, die das machen, und das kann man im Internet ganz mal googeln, sind gewerbliche Gesellschaften, sind Gesellschaften, die eigentlich keine Steuerberatung machen dürfen, sind Gesellschaften, die keine Rechtsberatung machen dürfen. Da kann ich die Betriebsprüfung irgendwas aufgreifen, da kann irgendwas unglücklich formiert sein im Arbeitsrecht und man hat gleichzeitig keine Versicherung dahinter, aber im Normalfall scheitert hier nichts. Mir ist auch nicht klar, was nicht scheitern könnte, außer vielleicht der Kapitalanlage, wenn einer eine riskante geht und irgendwas verliert. Aber ansonsten ist es ein wirklich einfaches Konzept von der Story. Mitarbeiter wandelt Geld um. Es wird eine bestimmte Verzinsung zugesagt und zum Schluss ist einfach zu zahlen. Die steuerlichen Wirkungen, die werden von der Steuerkanzlei, die das betreut, in unserem Fall wir, berechnet. Und der Steuerberater bucht das Ganze nur. Und da gibt es eigentlich keinen Grund, was nicht funktionieren kann. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.